Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Enemy Within. Jetzt fängst du an, so wie ich, das ist ja schrecklich. Ja, ist schlimm. Evil Within ist aber ein tolles Spiel. So, wir sehen die Weltkarte und wir sehen, das sieht nicht gut aus, da ist viel zu viel Rot. Ja, man müsste mal mit Photoshop hier rübergehen und ja. Einfach mal Copy-Paste, Farbe ändern. Ich verstehe immer noch nicht, wofür sie halt die Klappe! Was könnten die wollen? Deinen Arsch! Ja. Als Sonden! So, Deko. Also, wir glauben, wir können nichts mehr retten, aber wir möchten trotzdem noch wenigstens das bisschen, was Enemy Within zu bieten hat. Jetzt habe ich es richtig gesagt, ja. Ausschalten. Und deswegen machen wir jetzt so eine verdeckte Operation und werden dann wahrscheinlich tierisch auf die Fresse kriegen. Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, was es da geht. Oh, Schlüssel zum Einsatz von Spionen. Hier musst du einen Soldaten auswählen, der die angegebene Exortzelle infiltrieren und wichtige Geheimdienstinformationen herausschmuggeln soll, die dir helfen, den Standort des Exalt-Stützpunkts zu finden. Nach ein paar Tagen Arbeit im Untergrund kannst du diesen Soldaten dann in einer speziellen taktischen Mission wieder abholen. Spione können nur Pistolen benutzen, daher sind Pistolentechnologie und Gießerei-Upgrades hilfreich. Ich war das Personal sicherheitshalber vor. Spione haben eine starke Fähigkeit während ihres Einsatzes, den Hackangriff auf Exalt-Kommunikationsanlagen. Wenn du eine Exalt-Kommunikationsanlage entdeckst, kann sich dein Spion hineinhacken und damit die Waffen aller Exalt-Truppen für kurze Zeit lahmlegen. Spezialisten für schwere Waffen und Mech-Kämpfer taugen nicht für Spionageeinsätze. Wir haben leider auch überhaupt nichts anderes. Also wir haben nur drei nicht solche Leute. Cool. Das sieht schon mal cool aus. Ja, das ist schon mal neu und neu ist gut. Yay, die sehen ja echt fesch aus. Na, da möchte ich gerne Barney Stinson zitieren und zwar: Neu ist immer besser, das ist meine älteste Regel und damit ist sie die beste. So, mit welchen. Wen sollen wir denn hinschicken? Rekruten oder? Ja, schicken Rekruten hin, da ist es nicht schade drum, wenn die aufgeknüpft werden. Wir die Menschen in diesen Städten so, mach doch Brad Baker. Was wir jetzt gebrauchen können, ist Chaos. Brad Baker. Sieht aus wie ein bisschen wie hier. Daniel Craig? Blade Runner, wollte ich sagen. Achso, mich erinnert ein bisschen an James Bond, so den. Ja, wir geben ihm natürlich eine schicke Pistole und ich weiß gar nicht, sollen wir ihm eine Nanoweste geben? Ja, na, weiß nicht, typisch Agent wäre doch eigentlich eine Blendgranate, oder? Ja, nimm. Viel Spaß. Wir sehen uns vielleicht. Spüren uns zur Mission entsenden. Ja. Und tschüss. Verdeckte Einsatzkraft in Position. Da rennt er hin. Ah, ich laufe da. Japan. In Japan. Neue Sprache. In Japans heißt das. So. Die Frage ist jetzt haben wir ihn losgeschickt, werden wir dann auch noch sehen, wie er jemals zurückkommt oder ist bis dahin die Welt untergegangen? So, geh nach Japan und finde Informationen heraus. Wir holen dich dann. Vielleicht. So, mal gucken, was passiert. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Werkstattrabatt, 12 Paragraphen, das ist so geil. Das heißt, wir können jetzt den Satelliten starten und dann direkt dahin einen neuen Flieger hinschicken. Wohin? Wohin sollen wir starten? Na, irgendwo, wo wir die Panik abschwächen müssen. Wir können gut. Scheinbar ja nur noch nach. Oder? Nee. Doch. Können wir nach China schicken? Sollen wir den nach China schicken oder nach USA? Ja, könnten wir nämlich ein neues Raumschiff dahin kaufen. Ja, dann macht die USA, würde ich sagen. USA! USA! Ja, mir alle egal. Sie sollen sich für den Moment von der Technikabteilung fernhalten. Sie testen dort unten potenziell gefährliche Ausrüstung. Genau, da müssen wir halt noch einen Abfangjäger machen. Oh, guck mal, wir haben die Panik da verringert. Okay, los, Abfangjäger. Ab in den Hangar. I'm so hungry. Schiffsliste ansehen. Und Nordamerika kaufen monatlich ja. 1 Bestellung, das dauert 3 Tage. Der genauso lang wie der Satellit. So, und wir gehen wohin? Wieder dahin wahrscheinlich und machen weiter scannen. Ja. Aliens terrorisieren Chicago. Sollen Panik, sehr schwer. Ignorieren oder hinschicken und. Ich glaube, das müssen wir machen, ansonsten haben wir ein Problem, oder? Das stimmt leider. Ja. Oh, wieder nur Frauen, ne? Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, vielleicht wieder ein Ritter Valkyren. Wer weiß, Bewaffnung. Wer ist sie? Sie ist ein schwerer Typ. Ja, schwere Knochen, das alles. Individualisieren, die Bewaffnung war schon richtig. Raketenwerfer. Was kriegt sie? Eine Nanoweste? Nee. Handgranate. Ja. Nanoweste. Ich weiß nicht, was sollten wir ihr geben?
Ich gebe ihm die Nano-Weste. Ja, gib ihm die Nano-Weste. Hält sie vielleicht ein bisschen aus. Wir können doch, glaube ich, noch einen Orden geben. Sie ist Unterstützerin. Das nutzen wir auch gleich, indem wir ihr das Medikit geben. Das immer von Leiche zu Leiche weitergereicht wird. Wir haben nur eins. Und Rekrut wir müssen, Deng. Wir müssen sparen, ja, also. So, was wollte ich. Was, irgendwas wollte ich noch machen. Ich habe vergessen, was. Haben die. Nee, haben die nicht. Ach genau, Orden verleihen. Ach so. Zur Einsatzbesprechung. Ja, ja, wir gehen, fahren gleich hin, keine Angst. Oh, oh. Ich dachte gerade. So, da hatten wir einen kurzen Ruck gleich. Ich weiß nicht, ob ihr den auch gesehen habt. Ich dachte gerade, es wird abstürzen. Orden. Ah, hier stürzt doch nichts ab. Durchdringend können wir noch verleihen. Orden verleihen. Orden verleihen. Hier, bitteschön, die braucht den. Können wir nicht gleich zwei geben davon? Ordner verleihen. Und sie hier. Würde ich auch mal sagen, ne? Sie hat drei Orden. Sie wird als erstes sterben. Die gute... Cassandra von Troja. Alien-Terrorangriff. Weißt du, was mal echt cool wäre? Dass wir das überleben? Das auch, aber ich habe mir gedacht, so ein Spiel, das mal gemacht werden müsste, und zwar XCOM nur andersrum, und zwar du steuerst die Aliens und musst dann weltweit verdeckte Operationen machen, um die Welt zu unterjochen und in den Abgrund zu stürzen. Ich glaube, das ist nur was für harte Schweinehunde, die sowas gerne machen. Ja, also für uns. Das schon. Finden Sie machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Es passt schon, wir müssen sowieso... Die Aliens stoßen weiterhin in dicht besiedelte Gegenden vor. Wir dürfen nicht zulassen, dass es weitere zivile Opfer gibt, um eine Panik in der Gegend zu verhindern. Es wird aber zivile Opfer geben und wahrscheinlich auch uns. Es wird nicht nur zivile Opfer geben. Wir können nur hoffen, dass die Zivilisten zu uns laufen und wir alles, was uns entgegenkommt, einfach abknallen können. Das ist die inklusive einzige, Zivilisten. Das ist die einzigste Möglichkeit, die wir haben, weil hier sind bestimmt wieder lustige, eierinfizierende Freunde. Ach, meinst du, jetzt kommen die Kristallier? So, schon. Wir hatten sie schon mal. Stimmt. Ja, Goldpower! Wir haben ja eh, also gegen die haben wir eh keine Chance, weil unsere Waffen zu schlecht sind für die. Central, Big Sky nähert sich dem Terrorort. Strike One ist einsatzbereit. Erwarten Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Alle umbringen, ist ein Trupp hat Feuerfreigabe bei Feindkontakt. Passen Sie auf, wo Sie hinschießen. Es sind Zivilisten vor Ort. Ich wiederhole, Zivilisten im Einsatzgebiet. Habe sie nicht verstanden. Alle Zivilisten töten. Habe ich sie aufpassen, wohin schießen. Zivilisten treffen. Oh, da sind sie schon. Na toll. Ich glaube, das wird ein kurzer Einsatz. Wow, sind die schnell. Ja, ja, das ist ja das große Problem. Ja. Aber immerhin, wir können jetzt auf sie schießen. Moment, wo ist unsere Scharfschützin? Mach den Präzisionsschuss. Ja, muss ich auch. Und versuchen wir es. Bam! Noch nicht mal ausgestiegen. Ein Schuss und tot. Ja, weil kritisch. Wow. Da haben wir Glück gehabt, einfach nur. Und jetzt müssen alle anderen halt einfach nur draufballern. Ja, wenigstens treffen wäre schön gewesen, aber... Sagt sie. Ja, mir fällt nichts ein, außer sie näher ranzurücken und zu lassen. Und dann versuchen zu schießen. Oh, sie haben sogar 57%. Das sind 2% mehr als die anderen. Immerhin. Wow, tatsächlich getroffen. Leider. Ja, Cassandra sieht nichts. Tja, doof für eine Prophetin. eine Seherin, genau. Ich mach die mal Feldposten einfach. Ja. Und hoffen wir mal. Also selbst wenn sie das Vieh im Feldposten trifft, wird sie das nicht umbringen, aber vielleicht... aufhalten. Vielleicht stolpert's und kommt dann nicht so weit. Wow, yes. Getroffen. Sehr gut. Oh, guck mal, und es ist nur noch ein Lebenspunkt. Oh, ich glaube, das ist oben aufs Dach geklettert, oder? Kann es sein? Das ist wahrscheinlich so. Oh, ist das ein dünner Mann? Hä? Ach, sie bringt das. Irgendwer hat da einen Zivilisten umgebracht. Ich dachte, das wäre Nebel von einem dünnen Mann hier oben. Ja, und der ist jetzt zum Zombie geworden wahrscheinlich. Ja, ich würde sagen, hier aushalten, oder? Ich bin weiter reinrennen, das können wir nicht machen, wenn da ein Kristallit ist. Irgendwie sollten wir mal einen Menschen retten, irgendwie. Ja, guck mal, da steht doch einer am Truck. Und die würde ich halt schon gerne irgendwie ein bisschen wenigstens in Deckung ziehen. Ja, ja, ja. Okay. Das ist natürlich jetzt halt doof, kann sie nicht schießen. Ich gebe ihr mal die Pistole. Aber wen lassen wir da hinlaufen?
Ja, lass Cassandra ihn retten, oder? Die ist doch da fast. Reicht es? Moment, ich glaube, das hinter der Tür? Ich glaube... Nee, ich glaube, da bist du noch nicht drin. Sollen wir das trotzdem versuchen, oder? Ein bisschen Risiko. Ich glaube, du musst da hin, ansonsten ist er nicht gerettet. Los, feuern! Oh. Noch zwei! Drei! Drei. Keine Chance. Keine Chance. Ja, Cassandra. Der ist gerettet, ja, der ist schon weg. Der ist schon weg. Der war schlau. Warum wird er eigentlich nicht flankiert? Na, ist jetzt doof. Soll ich einfach auch wieder mit allen schießen? Ja, was sollen wir sonst tun? Kommt schon, halt's dir ein. Wow, aber sie treffen sogar relativ ja, gut heute. Ja, das sind ja auch... Ach nee, das war ja gar nicht die Rekrute. Ah, das ist ihn leider nicht. Und dann schieße ich mal lieber mit der, von hinten mit der Pistole. Ach, das ist schade. Die hat echt eine gute Trefferwahrscheinlichkeit. Aber mit einer Pistole kann man halt nur maximal 2 Schadenpunkte machen. Und jetzt kann natürlich Cassandra sich an ihm rächen und ihn ausschalten. Schafft sie. Irgendwie ist das ziemlich ungewohnt, aber da sind noch zwei andere irgendwo hier. So, wo soll ich sie hinschicken? Hier hin? Ja. Und auch wieder Feldposten. Ja. Komm schon, Leute. Also, das heißt, ein halbtoter Kristallit ist da irgendwo oben auf dem Dach. Der müsste auch einen Zombie gezaubert haben. Da ist er. Da ist er wieder. Komm schon, Baby. Den trifft sie, glaube ich, nicht. Yes. Doch, tot. Okay. Zwei Kristallinen, die hier noch rumrennen. Mindestens. Und ein Zombie. Ich hoffe, die Zombies können nur töten und nicht... Zwei Zombies? Vergiftet steht da. Da ist er. Okay, jetzt läuft er nochmal raus. Bleibt da stehen. Guckt uns an. Okay, das könnte nochmal... Mist. Leider sieht ihn niemand. Nur Cassandra. Okay, sie auch noch. Von 30. Raketenwerfer? Obwohl. Bei unserem Glück weiß ich nicht. Ist der noch weit genug weg? Ich versuche mal einfach drauf zu rotzen. Ja, das ging mal völlig ins Auge. Zieht sie auf jeden Fall hinter das Auto. Ja. Hier hin oder ja. Ganz weit weg? Schwer zu sagen, ob sie da noch schießen kann. Schießen wäre schon nicht schlecht. Ich glaube, durchs Fenster kann sie schießen, ja. Hoffen wir, dass sie weit genug ist. Das ist ja nur eine halb hohe Deckung. 60% und weiter wird geschossen. Ach, jetzt kommen natürlich die Wahrscheinlichkeitstreffer, wo man da nichts mehr trifft. Ich mache das aber allerdings so und ich mache sie auf Feldposten einfach. Wenn es hier reinläuft, kann sie auf jeden Fall treffen. Na, Scharfschützen sind meistens bei Feldposten nicht so treffsicher. Sie könnte ihn noch vorrücken, damit sie auch schießt. Ja, dann macht das. Haben wir immer einen Feldposten als Sicherheit. Kommt, Leute. Treff. Mann! Erstmal so gut gemacht und dann jetzt ist wieder alles so schlecht. Noch zwei. Das ist ja unfassbar. Kommt schon. Triff, bitte. Immerhin. Okay, jetzt wird es langsam doch Zeit für einen Raketenwerfer, glaube ich. Ja. Und es wird Zeit für ein Duell. Oh, oh, da kommt noch eine richtige Zombie-Armee auf uns zu. Aber die sind doch, dachte ich, wenigstens langsam. Ich hoffe, das kostet ihnen Zeiteinheiten. Und nicht... Also der kann ja sowieso wahrscheinlich nicht zwei von uns infizieren, da ist schon Zombie. Oi. Ja, natürlich! Es ist unfassbar, was ist denn hier los? Jetzt wird es schwer zu entscheiden, auf wen man zuerst schießt. Vor allem, wenn man keine Munition mehr hatte. Doch, sie hat aber die Rakete, deswegen ist die Frage, wohin? Wohin geht die Reise? Hierhin? Ja, da sind doch viele Feinde. Also selbst wenn sie nicht trifft, dann trifft sie irgendwas, oder? Also... Selbst wenn sie nichts trifft, trifft sie was? Was soll das denn heißen? Ja, ich meine, da kann man ja schon gar nicht mehr, obwohl, na, wahrscheinlich jagt sie jetzt den Laster in die Luft, naja.
Das sieht doch gut aus. Wenn sie trifft. Komm schon, triff. Boom. Naja, aber hat trotzdem was getroffen. Ich meinte, er trifft was, auch wenn sie daneben schießt. Das ist doch scheiße. Also schon wieder 90% und trifft nichts, ne? Also es ist, was ist das? Das ist eine gute Frage, was das ist. Den vorderen oder den hinteren? Den vorderen. Den vorderen. Mit einem Präzisionsschuss am besten auch gleich noch. Ja. Komm schon, stirb. Nicht daneben schießen. Ja. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay, dann der mit 3, der ist am nächsten. Immer weiter, noch am liebsten noch weiter. Ach so, ja. Zug machen, aber ist die Frage jetzt, in welche Richtung zurück. Wir werden dann sicherlich flankiert von denen teilweise. Mhm. Hier hin? Ja. In Bewegung. Oh, nur 55%, komm schon, macht das Vieh platt. Yes! Das sieht gut aus. Yes! Ah, der Krystallit ist auf jeden Fall der gefährlichste. Der müsste ja erstmal ranlaufen, vor allem. Ja, aber der macht Insta-Kill, ne? Also, sobald er unsere Leute erreicht hat, sind die tot. Soll sie von da hin weiter schießen? Soll sie ein bisschen anders in Deckung gehen, vielleicht? Oder hierhin? Vielleicht sieht sie ja dann den Schäfer nicht mehr, ich weiß nicht. Ja. Probier's. Ja, das reicht zumindest, was das angeht. Leider haben wir. Verdammt, ey! Kein einziges Mal bis jetzt den Arsch getroffen. Zivilisten noch in die Luft gejagt. Da kommt der Zombie. Wir sind voll in die Ecke gedrängt. Ich finde das lustig irgendwie. Ja, noch einer. Da ist der andere. Der okay, er rennt weg. Und drei Schweber vor allem noch. Der kommt hier wieder. Hat er was vergessen? Oh, ich habe da was vergessen. Ich wollte die ja noch umbringen. Oh, Gott, oh jetzt kommt der Zombie immer näher. Zivilisten, lauf doch weg! Ja, nee, die sind hier, die stehen doof rum und machen nichts. Würde es auch gut finden, wenn die Zivilisten sich wenigstens wehren würden und irgendwie auch. Einen haben wir wenigstens immerhin zuschlagen haben wir einen gerettet, ne? Nicht auf sie schießen! Das gibt's war's. Doch nicht! Und jetzt explodiert gleich noch das Auto, ich hoffe nicht in dieser Runde. Was ist das? Die kommt da mit einer. Sie haben eine Armee. Alter Schwede, guck dir mal an, wie viele. Das. Sowas habe ich ja noch nie bei UFO gesehen. Weißt du, weißt du, was wir jetzt gebrauchen könnten? Einen Hulk. Denn sie haben eine ganze Armee mitgebracht. Ich sehe gar keinen Kristalliden. Ich kann auf keinen Kristalliden schießen. Ich kann nur auf die hier schießen. Soll ich auf die schießen? Auf die Schweber? Ja, das ist doch schon aussichtslos. Ich meine, die müssten pro Runde jetzt. Jeder einzelne von denen müsste pro Runde zwei Viecher erledigen. Was nicht geht, damit es überhaupt keine Munition mehr haben. Der kannst du eine Granate werfen mit dem. Das bringt absolut gar nichts, eine Granate zu werfen. Die macht überhaupt keinen Schaden. Ich kann du könntest den Laster damit vielleicht in die Luft jagen. Und dabei noch den Zivilisten töten. Das ist doch egal. Ich lauf lieber dann wird er wenigstens kein Zombie. Ich lauf lieber zurück und lad nach. Das ist, finde ich, viel okay. Besser. Da wankt zwar auch noch was auf uns zu, aber. Begebe mich auf Position. Unfassbar. Packen wir es an. Also. Wo ich die hinziehen soll, weiß ich auch nicht. Wie soll das überhaupt möglich sein, das zu gewinnen? Das ist einfach. Einfach. Ja klar, hätten wir jetzt bessere Ausrüstung und so weiter, dann geht das vielleicht, aber so gerade ist es echt. Hä? Was passiert mit dem? Nein, nein, sag bloß nicht, dass daraus noch neue Kristalliden geboren werden. So schnell. Das ist doch scheiß unfair. Instakill. Nee, doch nicht. Noch nicht, zumindestens. Das ist ja arschig, wenn aus denen immer neue schlüpfen dann. Vielleicht sollten wir abhauen. Wir haben einen gerettet. Das reicht doch, oder? Noch können wir abhauen, glaube ich. Naja, es gibt die Möglichkeit, sterben oder abhauen. Aber schaffen können wir das definitiv nicht mehr. Unmöglich. Ich bin wirklich für abhauen.
Ja, abhauen. Retten wir noch die guten Leute, die wir haben? Falls sie es überleben? Das ist natürlich die andere Frage. Gut, dass der nicht schießen kann. Hä? Achso, Zivilist. Der Alien hat auch einfach da drauf geballert. Ja, abhauen. War nett hier in Chicago. Wird aber Zeit, dass wir einfach gehen. Lass sie nicht sprinten, sonst können wir das nicht mehr machen. Also, ja, einfach ins Feld rein, aber ohne dass es sprinten ist. Wieso können wir das dann nicht mehr machen? Weil dann die Aliens automatisch dran sind. Ja, aber wir müssen doch sowieso irgendeine Anzeige abwarten, dachte ich. Ziel bestätigt. Oder nicht? So, und jetzt musst du hier irgendwo was klicken, dass wir abhauen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Das war beim letzten Mal auch so. Ich glaube, man musste da irgendwie abwarten und dann, während man das beendet hat, konnte man das dann machen. Okay. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil wir können hier nichts klicken. Hier ist ja nichts. Ja. Ich kann auch schießen mit der Pistole, weiß nicht, ob ich das machen soll. Und letzte Verzweiflungstat? Das bringt sowieso nichts. Die Pistole macht viel zu wenig Schaden. Was soll ich denn machen? Nachladen. Ich darf lieber nicht. Beten. Was? Achso. Good to go. Einsatz abbrechen. Ja. Einsatz abgebrochen, Rückkehr zur Basis. Oh, wir haben niemanden gerettet. Ist egal. Wir haben es überlebt. Wir haben 7 Aliens erledigt, trotzdem. Das ist... Das war's. Ja. Das Projekt. Da dieses Projekt einige wichtige Mitgliedstaaten nicht unterstützen konnte, wurde die Effektivität beider Instanzen stark herabgesetzt. Das gesamte Vorhaben war das Produkt eines schlecht durchdachten Plans. Eine Reihe von simplen Missverständnissen, gepaart mit einer übereifrigen Reaktion. Ja, ja. Wir glauben, dass wir nun am besten mit den Aliens kooperieren sollten, zum Wohle der gesamten Menschheit. Wir sind einer Meinung. Der vor uns liegende Weg ist eindeutig. Nein! Nein! Wir hätten doch bis zum Tod kämpfen sollen. Das hätte nichts geändert. Außer, dass wir gestorben wären. Können wir jetzt überhaupt noch was machen? Ist das Spiel jetzt vorbei? Oder haben wir einfach keine... Kriegen wir jetzt keine Zuschüsse mehr? Ich verstehe gerade nicht, was... Ach, die gute Cassandra von Troja ist gefallen. Ja. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Was ist jetzt genau? Ich verstehe gerade nicht, was los ist. Das ist merkwürdig. Warte mal, geh mal aufs Lagezentrum. Wir sind irgendwie doch wieder drin, oder was? Nee, ich glaube, wir kriegen... Keine Ahnung. Der Rat hat sich nicht gegen uns entschieden jetzt. Ja, der Rat hat schon gesagt, dass er jetzt... Hier vor allem Ah, guck mal, Frage, jetzt ist auch Month and Day und Year steht da. Ach, wir können nicht mehr in die Einsatzleitung überhaupt rein, oder? Das war's. Das Spiel ist zu Ende. Das hat nur ein bisschen gedauert. Okay, ja, das war merkwürdig. Das war auf jeden Fall Staffel 1. Ja. Gut. Was halten wir fest? Ja, was halten wir fest? Wir haben versagt auf ganzer Linie. Ja. Aus Gründen, die da wären, dass wir... Unfair. Ja, erstmal war es sau schwer. Unsere Leute haben immer nicht getroffen. Die Aliens haben immer getroffen. Liegt vielleicht am Schwierigkeitsmodus. Man kann es auf Klasse schaffen, ist halt natürlich schwerer. Naja, und also... Dann noch dazu, Iron Man ist halt nochmal so ein doppelter Schlag ins Gesicht, weil mit Iron Man ist es nämlich so, dass man nicht laden kann. Wenn man sonst Fehler macht auf klassisch, sagst du, okay, lade ich halt, und dann mache ich das ein bisschen anders und dann hast du es schon geschafft. Aber auf Iron Man, das kennt halt keinen Fehler. Also, ja. Das ist halt schlimm. Naja, ich glaube halt klassisch in Kombination mit Iron Man und noch der Sache, dass wir eingestellt hatten, wenn du verletzt bist, schießt du schlecht. Ich finde das aber gut. Trotzdem. Ja, es ist eigentlich realistisch, aber das war einfach die dreifache Dröhnung, das war einfach zu viel. Also ich glaube, da haben wir einfach uns ein bisschen zu viel vorgenommen. Ja, ich glaube, wir werden wahrscheinlich das runterstufen, einfach auf normal, versuchen es nochmal in dem
ähnlichen Einstellungen. Wir gucken da nochmal drüber und dann versuchen wir es einfach nochmal. Vielleicht diesmal nicht in Europa, sondern in einem anderen Standort. Zum Beispiel auf dem Mond. Auf dem Mond, da sind wir fernab von den. Vielleicht bei den Aliens direkt. Vor der Haustür. Ja, genau. Oder wir spielen halt als die Aliens. Das würde eigentlich auch Spaß dann machen. Dann hatten wir halt noch das Problem wegen der Forschung. Es hat einfach sehr lange gedauert, dass wir irgendwas bekommen hatten. Und ja, genau. Wir haben ja auch den Marathon-Modus eingemacht. Das ja, war das natürlich. An sich muss das, glaube ich, wenn man einen Marathon spielt, dass es generell länger dauert. Aber wir informieren uns nochmal diesbezüglich über diese ganzen Zusatzeinstellungen, was die eigentlich wirklich heißen. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder in der zweiten Staffel und hoffentlich wird es diesmal besser. Bestimmt wird es besser. Auch auf jeden Fall dann wieder Iron Man. Sonst wäre es ja schade drum. Und ja, oder doch Hulk? Der Hulk-Modus, das wäre doch gut. Wenn unsere Leute sich alle in den Hulk verwandeln können und die Aliens einfach verprügeln. Obwohl, das haben wir doch mit diesem Faustschlag von den Max. Diese eine Mission, das war da so auf jeden Fall der Wendepunkt. Nicht, dass es schon davor der Wendepunkt gewesen ist, aber dadurch, dass die Mutons uns von der Seite angegriffen haben und die Schwebe von der anderen Seite, waren wir so schlecht aufgeteilt, dass wir einfach zu schlecht drauf reagieren konnten. Hätten wir Flammenwerfer richtig einsetzen können, als die direkt da vor der Tresen standen, und leider stand unsere hier Flammenwerferfrau einfach zu weit weg, dass sie nicht mehr überhaupt hinlaufen konnte, um da irgendwas zu machen, dann wäre es vielleicht nochmal anders gelaufen, aber so hatten wir halt eben ziemlich einen Spaten voll Dreck in die Fresse bekommen. Und hier in dieser Mission, die sah ja auch am Anfang gut aus und dann kamen einfach viel zu viele von den Viechern und wir hatten keine Munition mehr. Und dann diese Rakete, die irgendwo hinflog, aber nicht da, wo sie hin sollte, das war dann einfach so ein bisschen Todesurteil. Ich glaube wirklich, der große Wendepunkt, warum es letztendlich komplett gescheitert ist, die Mission gewesen, wo wir Henry Jones verloren haben. Ja. Ich glaube, da fing es dann an, schlimm zu werden. Also da war dann der Anfang vom Ende irgendwie. Ich glaube, zusätzlich waren es dann wirklich die Sachen, dass wir einfach immer die schwersten Missionen ausgewählt haben, statt die, die man schaffen hätte können. Ja gut, aber eigentlich macht es Sinn, die schweren Missionen immer zu machen. Das sind eigentlich die wichtigeren. Aber wenn wir einfach keine Leute haben, die fähig genug sind, das zu machen, stimmt. Das ist dann schon ein Unterschied. Wir haben's ja also wir haben ja nicht ein einziges Mal einen Run-and-Gun-Menschen geschafft, auszubilden. Genau. Wir hatten auch einen, okay, wir haben die auch irgendwie nicht bekommen, habe ich so das Gefühl. Aber man hat es ja gesehen hier, wie heißt sie denn? Margaret Thatcher? Nein, unsere Lady? Scharfschütze gerade jetzt gegen Ende. Ja, die hat gut geschossen. Mal? Enya, genau. Enya ist ja eigentlich die Frau. Die hat eigentlich auch fast immer, die hat ja auch immer getroffen, ne? Ja. Die hat richtig gut geschossen. Das war mal gut zur Abwechslung. Hat uns am Endeffekt doch da nichts gebracht. Auf jeden Fall bedanke ich mich für euer Zusehen, für euer Einschalten. Es hat Spaß gemacht und es wird, wie gesagt, eine zweite Staffel geben, diesmal mit etwas mehr Coolness. Vielleicht tragen wir diesmal Sonnenbrillen. Genau, das werdet ihr zwar nicht sehen, aber das wird ein komplett anderes Feeling. Sei denn, ihr stimmt für Facecams oder sowas. Oh je, ich glaube, das will doch keiner sehen, wie wir aussehen, oder? Wer weiß, die Community kann man da einfach nicht einschätzen. Manchmal sind sie so krank, dass sie das so sehr wollen, um diesen Spaß und Twist zu haben. Naja, wir werden sehen in der nächsten Staffel von XCOM Enemy Within. Und wir konnten diesmal wenigstens einen kleinen Blick auf das Enemy Within werfen. Wie sich das aber dann gänzlich auswirkt, sehen wir erst. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Beim nächsten Mal. Na doch, haben wir ja. Ganz kurz mit der Spionage. Wir haben einen kurzen... Ja, also wir haben Spion losgeschickt und der sitzt dann jetzt bei den Yakuzas in Japan fest und wartet drauf, dass er abgeholt wird. Ja, das kann dauern. Wir konnten peripher etwas sehen. Ja. Mal gucken, wie es ist, wenn wir mit dem ganzen Auge drauf gucken. Beim nächsten Mal. Vielen Dank nochmal an meiner Stelle hier. Und bye bye. Macht's gut. Tschüss.